Willkommen in der Galerie Bellart. Wir präsentieren Ihnen heute die Ausstellung Weeping Woman von Peter Baldinger. Im Fokus stehen Gemälde und Zeichnungen, die dieses Jahr als jüngste Beiträge zur Serie Diffusion entstanden sind. Was die Serie Diffusion am Anfang inspiriert hat, war ein Blick durch eine Riffelglasscheibe. Das ist ein visueller Effekt, den wir alle aus dem Alltag kennen. Wenn wir durch das Riffelglas blicken, können wir das Objekt auf der anderen Seite wahrnehmen, aber wir erkennen es nicht genau, wir sehen es nur unscharf. Und es ist genau diese Diskrepanz zwischen Sehen und Nichtsehen, zwischen Erkennen und Nichterkennen, die Peter Baldinger auch in der Serie Diffusion mit malerischen Mitteln erforscht. Das hat in den 90er Jahren mit Frauenakten angefangen und wurde anschließend auf andere Arten von Sujets übertragen. Hier haben wir zwei Acrylbilder mit dem Titel Flash aus dem Jahr 2008. Wir erkennen jeweils einen weiblichen Oberkörper, dessen Konturen aber eben durch das Riffelglas unscharf geworden sind. Noch dazu sind die Gesichtszüge durch die Reflexion von diesem Blitzlicht ausgelöscht. Dadurch wird auch die Frau anonymisiert, sie wird als Individuum unkenntlich gemacht. Das Riffelglas steht auch irgendwie für diese Verbindung von Transparenz und gleichzeitig Schutz der Privatsphäre, weil sie immer dort angewendet wird, wo man eben die Lichtdurchlässigkeit, aber gleichzeitig Sichtschutz, einen Schutz von neugierigen Blicken braucht. Und diese Begriffe Transparenz und Schutz der Privatsphäre sind ja jetzt auch im medialen Diskurs omnipräsent. Peter Baldinger ist ein Künstler, der von der medialen Welt geprägt ist. Du hast ja auch lange Jahre als Reporter gearbeitet und du setzt dich in deinen Werken auch sehr häufig mit Strategien der medialen Wirklichkeitswiedergabe auseinander. Wie haben dich diese Erfahrungen als Reporter geprägt in deinem künstlerischen Schaffen? Geht es auch um eine Kritik an der medialen Welt? Ja, in meinem früheren Job als Reporter habe ich gelernt, dass oft eine sehr große Diskrepanz herrscht zwischen dem, wie man eine Geschichte als Augenzeuge erlebt, die man dann wiedergibt, und dem, wie ein Rezipient diese Geschichte sieht, was er darin erkennt und möglicherweise weitererzählt. Das macht einen riesen Unterschied. Und das ist nicht nur für den Text so, sondern das trifft auch für die Reportage wieder zu. Hier macht der Blickwinkel, das Format, der Ausschnitt einen riesen Unterschied dafür, was man sieht oder gar was man sehen will, auch ohne bösen Willen. Und das habe ich irgendwie als Technik übernommen für meine künstlerische Arbeit. Ich versuche, den Betrachter meiner Bilder dazu zu bewegen, einen zweiten Blick zu wagen, noch einmal genauer zu schauen, zu überprüfen, was er gesehen hat, bevor er sich ein Urteil bildet. Also in einer gewissen Weise kann man sagen, ich versuche anzumalen gegen das Vorurteil. So, von den Flashbildern wenden wir uns jetzt zu den diesjährigen Werken, die in einer Auseinandersetzung mit zwei Ausnahmekünstlern des 20. Jahrhunderts entstanden sind, nämlich mit Pablo Picasso und Willem de Kooning. Es ist bereits eine Konstante im Werk Peter Baldingers, dass er sich mit Werken der Kunstgeschichte beschäftigt. Und es sind auch häufige Sujets schon seit langem in der Serie Diffusion. Dieser Dialog mit Picasso und Willem de Kooning ist auch deshalb sehr interessant, weil es sich um zwei Künstler handelt, deren Schaffensprozess
die Auflösung und die Zerlegung des Bildgegenstandes bereits einen integralen Teil bildet. Darum geht es letztlich auch bei Baldinger. Er knüpft an diese Tradition der Auflösung in der modernen Malerei an und steigert sie auch. Wie wir sehen, ist die Figuration in dieser Guernica Diffusion komplett aufgelöst. Die ursprünglichen Gestalten verschwinden in diesem pastosen Auftrag von Acrylfarben in schwarzen, grauen und weißen Formen. Das Interessante ist dabei, dass derjenige, der das Vorbild kennt, alleine wegen der Farbverteilung und dieser typischen Farbigkeit das Vorbild wahrscheinlich auch erkennen wird. Damit wird auch mit diesem Verfahren ein bestimmter Erfahrungshorizont beim Betrachter auf die Probe gestellt und gleichzeitig auch hinterfragt. Es geht letztlich auch darum, wie wenig man darstellen muss, um etwas zu erkennen. Also die Auseinandersetzung mit dem spanischen Maler setzt sich auch in diesem Raum fort. Im Mittelpunkt stehen Picassos berühmte Darstellungen von Dorma. Picasso hat seine damalige Geliebte ab 1937 in einer Reihe von Porträts festgehalten und sie inspirierte ebenfalls das Motiv der weinenden Frau. Dieses Motiv gehörte bereits zu den Hauptfiguren in der monumentalen Guernica. Und Picasso elaborierte dieses Motiv anschließend in einer Vielzahl an Gemälden, Studien und Zeichnungen. Peter Baldinger hat sich mit dieser Serie intensiv auseinandergesetzt und er hat sich einige der schönsten, aber auch einige der weniger bekannten Beispiele dieser Bilderserie zur Vorlage genommen. In diesem Raum zeigen wir unter anderem vier Dorama Diffusions. Es handelt sich um Aquarelle auf Blütenpapier und die für Picassos Bildsprache typischen scharfen Konturen verformen sich in zittrige Linien und die heftig kontrastierenden Farbflächen sind aufgelöst, sodass wir auch keine Gesichtszüge der Dargestellten mehr erkennen. Den Höhepunkt der intensiven Auseinandersetzung mit Picassos Bildserie stellen diese beiden großformatigen Dorama-Diffusions dar. Dieses Mal haben wir zwei Ölgemälde vor uns und es ist auch interessant zu beobachten, wie dasselbe Verfahren bei jedem einzelnen Bild eine andere Wirkung erzielt. Die Vorlage für das Bild links war ein Ölgemälde von 1937, das heute in Madrid aufbewahrt ist und das eine weinende Frau mit leicht nach hinten genicktem Kopf zeigt, die in ihrem Affekt in einen Taschentuch beißt. Dabei wird eine Farbigkeit verwendet, die mit Trauer gar nicht assoziiert wird. Die Aussagekraft dieses Bildes geht ja auch weit über das Porträthafte hinaus. Das ist ja auch eine Verbindung wieder zu deinem Werk, denn es ist ja auch eine Konstante in deinem Schaffen, also die Auseinandersetzung mit der Gattung Porträt, wobei du den Dargestellten oder die Dargestellte immer durch eine Technik verfremdest, sei es durch die Technik der Diffusion, durch die Verpixelung in deiner Serie Low Resolution oder durch diese Darstellung von hinten in der Serie Unidentified. Was ist für dich eigentlich der Sinn eines Porträts, wenn es nicht um die Erkennbarkeit des Dargestellten oder der Dargestellten geht? Ja, das kommt auch aus meiner früheren Tätigkeit als Reporter. Wir haben damals Verbrecher oder aber auch einfach Verdächtige als Porträtfotos in die Zeitung gestellt und haben einen schwarzen Balken übers Gesicht gedruckt, um den Dargestellten unkenntlich zu machen. Und diese Ambivalenz interessiert mich in mehrfacher Weise auch am Porträt in meiner Kunst. Während am Beginn der Porträtkunst hervorgehobene Persönlichkeiten wie Fürsten dargestellt wurden, um deren Macht und deren Glanz zu demonstrieren, hat sich im Zeitalter der Massenmedien etabliert, dass
Porträts millionenfach multipliziert werden und oft nur für eine bestimmte Stimmung stehen. Eine Anonymität wird dadurch selbst durch diesen Vorgang erzeugt. Und genau das ist es, was mich am Porträt interessiert. Das Zeigen und gleichzeitig das Verbergen. So ist für mich genau dieses Spiel mit Zeigen und Verbergen eigentlich der größte Reiz im Porträt, in dieser Königsdisziplin der bildnerischen Darstellung. So, neben die Fusionen nach Picasso zeigen wir Baldingers Variationen nach den Werken des niederländisch-amerikanischen Künstlers Willem de Kooning. Willem de Kooning ist ein Protagonist des abstrakten Expressionismus, aber im Gegensatz zu anderen Protagonisten wie Mark Rothko oder Jackson Pollock geht de Kooning immer von der Figuration aus. De Kooning hat, so wie Picasso, mit einer obsessiven Häufigkeit Frauen dargestellt und er rezipierte dabei auch die nur wenige Jahre zuvor entstandenen Dormar-Bilder. Wie Picasso war auch de Kooning nicht an einer naturgetreuen Porträtkunst oder traditionellen Verkörperungen von Weiblichkeit interessiert. Sein Frauenbild ist aber radikal anders. Nach de Koonings Serie Woman sind diese drei Zeichnungen entstanden. Es ist Kohle und Tusche und bei zwei davon auch Pastell auf Blütenpapier. Dieses Diffusion Drawing ist nach einer Studie für Marilyn Monroe von 1951 entstanden. Im Allgemeinen sind aber die Frauendarstellungen von de Kooning im Gegensatz zu Picassos Bildern mit keiner konkreten Frau zu verbinden. Es sind archetypische Frauenkörper, die de Kooning in einem ungestümen Auflösungsprozess abstrahiert. Diese Gestalt wird nun in Baldingers Diffusion einem zweiten Auflösungsprozess ausgesetzt und verschwindet in diffusen Linien in Bleistift und Tusche fast komplett in die Abstraktion. De Koonings Serie Woman hat in der Zeit ihrer Entstehung in den 50er Jahren aufgrund der heftigen, grotesk-dämonischen Darstellungsweise der Frau das Publikum schockiert. Und den Bildern wurde sogar ein frauenfeindlicher Charakter zugeschrieben. Es sind jedenfalls keine Frauen, die im oberflächlichen Sinne des Wortes als schön gelten können und die den medial gesteuerten Perfektionsansprüchen entsprechen. Wie wirken die Frauen der Koonings auf dich und wie bist du mit diesen Bildern in Berührung gekommen? Also so richtig für mich kennengelernt habe ich die Kunst der Koonings zum ersten Mal 1997, als ich anlässlich eines Stipendiums einige Zeit in Virginia, USA verbracht habe. Im Virginia Museum of Art in Richmond und auch in der Hirschhorn Collection in Washington habe ich also zum ersten Mal seine Bilder so ganz nahe und live gesehen und diese enorm starke Geste des Malens hat mich von vornherein beeindruckt. Und seine Frauenbilder sind für mich in überhaupt keiner Weise misogyn. Die Frauen von de Kooning sind eben keine Models, keine Sexsymbols, sondern sie sind ganz heftige Malereien. Und das ist etwas, was mich mit ihm verbindet, weil für mich beim Kunstmachen eines auch über allem steht, auch über dem Sujet selbst, die Malerei. Das Malen an sich.